Streaming. Und alles da. Alles ist da? Ja. Ja! Ist dein Feng Shui auch da? Jetzt ja. Oh, Entschuldigung, gleich zum Anfang. Das ist unser Intro, Dings. Was auch immer. Unser Intro-Fall. Genau, wir haben einen neuen Fall. Oh Mann, ich versuche mich mal noch ein bisschen leiser zu stellen, nur damit ich nicht so wie bei der letzten Aufnahme übersteuere. Und dann gucken wir mal, ob diesmal die Leute informiert werden über unseren Stream oder ob das wieder nicht klappt. Das könnte ich eigentlich gleich nachgucken, wenn ich kurz durchs Bild laufe. Oder eigentlich muss ich nicht durchs Bild laufen. Du musst nicht durchs Bild laufen, also bisher sind es 0 Zuschauer und es ist... zumindest schon mal jemand da. Also es scheint zumindest aufzufallen, dass wir streamen. Also würde ich sagen, hören wir auf damit. Tschüss, bis morgen. Nein. Okay, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ach so, genau, in unserem... da. Halt. In unserem da. Da, da, da. Und hast du schon deine... Nein. Nein, bist noch nicht fertig? Mit deinem Feng Shui. Was? Ja, ich... Sag das doch nicht. Ja, du machst halt dein Feng Shui nach. Soll ich so lange einen Fall auswählen? Ja. Ja, tut mir leid, dass ich das bei dem Spielstand erspielen wieder vergessen habe dann noch. Ja, so wirklich. Ja. Keine Zuschauer zu sehen. Tja, wir müssen dann wohl aufhören. Genau, wir haben die Quote nicht erreicht. Ja. Nein, Quatsch. Also, wir spielen auch ohne Quote. Ha. So, wen nehmen wir denn jetzt eigentlich? Nehmen wir lieber den... alten Vorsitzenden des Denver Clans oder nach Reihenfolge dann nehmen wir Mr. Grinsebacke. Der sieht irgendwie unheimlich aus und der sieht sympathisch aus. Ich hoffe, das war ein Witz, da war er nämlich gut. Hast du gerade kurz mir geglaubt? Nein. Nein. Ich hätte es lustig gefunden. Wenn du mir geglaubt hättest. Er glaubt mir nicht! Okay, dann... Wie glaubt er mir? Doch. Was habe ich dir denn mal nicht geglaubt? Ich wollte doch noch was zu trinken holen. Stimmt. Was habe ich dir nicht geglaubt? Während ich was hole, kannst du mir das gern sagen. Du hast mir nicht geglaubt, dass ich diesen Mann sympathisch finde. Boah, das hast du ja auch nicht ernst gemeint. Natürlich habe ich das ernst gemeint. Der hat doch ein nettes Lächeln. Ja. Danke, Colgate. Nee, Moment. Wie heißt... Das ist keine Zahnpasta, oder? Doch, Colgate ist Zahnpasta. Trotzdem hoffe ich, dass du es nicht ernst gemeint hast. Natürlich habe ich es ernst gemeint. Aber der Typ sieht aus wie... Weiß ich nicht, als ob der gerade, Der hat nicht viel, sieht nicht so aus, als hätte er... Dieser Blick gesehen. Sagt, dich lege ich heute Abend noch flach. Ja, eben, deswegen macht's mich jetzt... Achso, ja. Ja, jetzt verstehe ich. Nein. Okay, dann wollen wir mal deinen... Böser Exito, glaub ihr. Ja, ja. Auf jeden Fall werden wir dann deine Lieblingstypen... Achso, warte mal, ich muss mal schon wieder aus Feng Shui raus. Oh. Keine Sorge, ich fang hier schon mal an und mach den Fall durch, während du dein Zimmer einrichtest. Okay. Wird auch genauso lange dauern. Mhm. Und das ist ganz sicher der Ort, an dem Inspektor Hastings sich mit uns treffen wollte, Ernest? Ja, Miss. Vor der Large Reserve Bank. Moment, hä? Achso, ich guck gerade nicht auf den. Ich guck gerade auf den Stream-Screen und der hängt ja hinterher. Huchi. So, ich mach den mal aus. Mhm. Und ich mach das am besten auch mal so, dass man das hier sieht. Den Text. Ja, damit das drüber nicht irritiert. Sehen wir doch. Alles ja. Gut. Ja, eben. Ja. Aber dass man das oben drüber nicht sieht, das irritiert mich ja. Mhm. Ja, Miss, vor der Large Reserve Bank, meinte er. Hast du gerade gesagt? Nein, meinte er, habe ich noch nicht gesagt. Achso. Da war ich dann abgelenkt von dem oberen Screen, von dem Bildschirm. Okay. Scheint noch nicht geöffnet zu haben. Ich frage mich, was der Inspektor wohl will.
Ich versuche das mal so irgendwie hinzudrehen, dass wir alle was davon haben. Also vor allen Dingen ich. Ja, eben. Du mehr als ich wahrscheinlich, weil ich sowieso immer lauter spreche. Was will er wohl? Vielleicht hat die Bank ja ein Problem. Ich traue Banken nicht. Außer Wells Fargo. Muss wohl am Namen liegen. Oh nein. Oh Gott. Ich traue auch keinen Banken, außer der Hypervereinsbank. Oder so. Was? Da schreibt jemand einfach nur sterben. Muss ich ausblenden, ist zu krass. Ja. Also finde ich gar nicht gut. Jetzt hast du es ja wirklich. Ja. Ich hab ja gesagt, was er geschrieben hat, also es ist ja, okay. Ja, aber trotzdem. Also einfach so sterben schreiben, das ist nicht okay. Nein. Ich habe das jetzt eher aus Spaß gemacht. Okay. Und da ja alle wissen, was derjenige geschrieben hat, braucht man dem Chat das ja nicht. Okay. Ja. Also das, was gelöscht wurde, ist zu Recht gelöscht. Nein, Name. Also er hat nichts dergleichen erwähnt. Er hat einfach nur in der Detektei angerufen und darum gebeten, dass wir ihn hier treffen. Mehr nicht. Vielleicht hat er Geldsorgen und braucht jetzt. Das macht er von immer. Den Millionären. Der Mann kommt nie auf den Punkt. Ziemlich imposantes Gebäude, oder? Ja. Nö, das sagst du. Ja, die Schatulle der Pandora habe ich auch, glaube ich, irgendwie schon viermal oder so. Ich habe es, glaube ich, jetzt nochmal zum zweiten Mal durchgezockt, weil ich ja den Spielstand wieder haben wollte. Nee, okay. Ich habe halt auf jeden Fall das bestimmt viermal durchgespielt, weil ich die Story so toll finde und die Rätsel. Ja, die Rätsel sind echt gut. Ja, auch. Und ich fand den Brief so schön und ich wollte immer wieder die Endsequenz sehen. So, ich mach mal weiter. Ja, schon unglaublich, dass vor gerade mal 10 Jahren noch niemand auch nur von der Large Reserve Bank gehört hatte. Sonderlich neu sieht das Gebäude allerdings nicht aus. Hat die Bank wohl wem anders abgekauft, schätze ich. Es ist nämlich sehr wichtig, dass eine Bank das richtige Image ausstrahlt. Sowas wie alt und zerbrechlich. Und konservativ. Ja. Also ich weiß nicht, also es gibt ja genug Banken, die so ein tolles Image jetzt momentan hier haben in Deutschland. Mhm. Weiß ich nicht, Deutsche Bank ist ja perfekt. Und die hat wahrscheinlich auch so ein altes, brüchiges Gebäude gehabt. in ihrem Namen, in ihrem Logo und in ihren Räumlichkeiten. Wells Fargo hat eine Hundehütte als Logo. Finde ich super. Die machen Schleichwerbung. Wahrscheinlich für eine nicht existente Bank, aber ich hoffe. So, da kommt ja gerade Inspektor Hastings aus der Bank spaziert. Ein guter Zeitpunkt, um von diesem bescheuerten Thema abzulenken. Ich fand das Schmuckrätsel am Anfang auch schwierig, aber dann war es eigentlich ziemlich einfach tatsächlich. Was? Das von Irina? Ja. Ach, das war doch nur Mathe. Ich war klein. Okay. Gut. Das ist okay. Das gilt als Grund. Du weißt, wie viele Jahre zwischen uns liegen? Und du weißt? Ich möchte hiermit auch noch darauf hinweisen, damals waren wir noch nicht zusammen. Ja. Nicht, dass jemand auf falsche Gedanken kommt. Ja, aber wo du es gespielt hast, war ich um einiges jünger. Ja, stimmt. Und damals hat's noch einen Unterschied gemacht. Ja. Von der Intellektualität. Weil damals konnte ich noch nicht so gut Mathe. Wie damals? Oh, weia! Pedo. Also das muss ich ja nun wirklich anzeigen. Sterben ist nicht okay, aber Pedo ist völlig in Ordnung. Oh Mann. So viele Jahre sind es nun auch nicht, aber trotzdem. Was? Ehrlich? Ja. Ich meine, wenn man mal meine Schwester sich anguckt mit ihrem... Nicht mehr. Ja, nicht mehr Freund, aber 16 Jahre sind schon. Was, der ist 16 gewesen? Nee, der war 16 Jahre älter. Okay, machen wir mal im Text weiter. Ich glaube, das sind Privatgeschichten, sollten wir jetzt nicht austauschen.
sondern mit dem Spiel ja, weiterspielen. Ja. Na, meine Schwester kennt ja keiner. Ja. Ja, aber wir müssen ja nicht über Leute reden. Ist okay. Ja. Ja, und er sieht nicht gerade glücklich aus. Das riecht nach einem Fall. Worum es wohl geht? Und er riecht nicht gerade glücklich. Ja. Ah, oh, da sind sie ja, Cat. Nee. Hast du? Da sind sie ja, Cat. Hey Junge, da sind sie ja, Cat. Hm? Kira hat einen anderen Punktestand als du. Was? Wieso? Also ich hab das. Ich hab gerechnet 46 zu 43. Hab ich ein Rätsel über. Nein. Hab ich doch nicht, oder? Ey, das ist jetzt... Ich vertraue auch Kira. Ich hab doch nachgezählt. Ich meine, die Folgen sind ja jetzt erst ein paar Stunden oben, aber. Wie viele Rätsel waren Kiras Meinung nach in der letzten Aufnahme? Das wüsste ich gerne. Und dann nach welcher Verteilung? Dann können wir nochmal drüber reden. Ja, weil ich hatte 9 Rätsel, 3 davon für mich, 6 davon für sie und mit dem alten Punktestand aus dem letzten Part müssten es dann eigentlich 46 zu 43 nach meinen Berechnungen sein. Aber ich kann mich auch irren. Und dann hätte ich den Punkt ja. da. Nein! Du hast keine Vermutung aufgestellt, deswegen kannst du keinen Punkt dafür kriegen, dass ich falsch liege. Nee, dann kriege ich keinen Punkt dafür, aber das ist auf jeden Fall gut zu wissen, wie ich dann. Wie wir dann. Nur weil ich mich verzähle, oder was? Und das nicht mal absichtlich! Moment. Nein! Können wir weitermachen? Ja. Danke, Hey Junge, danke, dass Sie gekommen sind! Guten Morgen, Inspektor. Sie haben einen Fall für mich, nehme ich an? Haargenau! Man hat sogar um Sie persönlich gebeten. Sie meinen, jemand anderes wollte, dass ich diesen Fall übernehme, nicht Sie? Und wieder genau ins Schwarze. Ihre kleine Detektei macht sich langsam einen Namen. Ich habe dem Herrn angeboten, an seiner Stelle mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Ganz unschuldig bin ich ja schließlich auch nicht an Ihrem guten Ruf. Nun, ich freue mich, dass Sie Detektei in der Bekanntheit gewinnen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie damit zu tun haben, Inspektor. Parts waren vertauscht in der Abo-Box, weil sie gleichzeitig freigeschalten wurden. Also, es fing mit 89 an, dann kam 90, dann 91 und so weiter. Hören Sie hier nicht so rum, Mann. Genau, was tun haben, Inspektor? Wie mein, ich war es doch, der Ihre großartige Fähigkeit beim Lösen von Rätseln entdeckt hat, oder? Es braucht ein scharfes Auge, um eine gute Ermittlerin zu erkennen, Cat. Da klopft sich aber jemand gern auf die Schulter. Jedenfalls ist es doch hervorragend, dass die Detektei die verdiente Aufmerksamkeit... Okay, wenn in den Folgen 10 Rätsel waren... Aber wo habe ich denn dann eins übersehen? Welche hatten wir denn alle? Mit den Schatztruhen? Aber Moment. In den Notizen waren 10 Rätsel. Ich habe nur 9 Rätsel, glaube ich, in meinen... Moment, ich muss das schnell nachchecken. Entschuldigung. Es geht ganz flott. Oder auch nicht. Ich muss mal schauen. Also, gucken wir mal in mein YouTube-Studio. Also, das wäre ja... Da muss ich ja Rätsel nachtragen, was ich noch nicht... da drin habe. Moment. Und wenn ja, dann bitte schnell mal irgendjemand dann rausfinden. Link in neuem Tab öffnen. Ja, wenn es nur bearbeiten ist. Ich hoffe, das Video startet sich nicht von allein. Nein, tut es nicht. Gut. Okay, nochmal bearbeiten. Ach, komm schon. So, und jetzt zähle ich gleich mal nach. Also, wir haben hier 2 Rätsel. 3 und 4. 5. 6. 7, 8. Oh. 9. 10. Nein! Und ich hab nur 9. Okay. Kiras Stand stimmt. Und ich weiß nicht, wo ich eins übersehen habe. Tut mir sehr leid. Das war nicht so gemeint. Ich möchte mich dafür wirklich offiziell bei dir entschuldigen. Dafür möchte ich bitte eine kleine Süßigkeit. Kannst die ganze Packung haben, hier. Ja. Schön, dass ich aus deiner Vorliebe für Süßigkeiten auch ein paar Situationen, witzige Situationen
entstehen lassen. Oder so. Jedenfalls ist es doch hervorragend, dass die Detektei verdiente Aufmerksamkeit bekommt, finden Sie nicht auch? Das verdanken wir nur deinem grandiosen Talent als Detektivin, Miss Layton, und nicht etwa diesem bekloppten Hastings, der denkt, er hätte es entdeckt. Herrje, was bin ich für eine Plaudertasche? Kommen Sie, gehen wir hinein! Der fragliche Herr legt großen Wert darauf, dass wir diese Ermittlungen verdeckt durchführen. Kein Pieps darf nach draußen dringen, ja? Okay, kein Pieps. Gut, dann gehen wir doch mal rein und finden heraus, warum es überhaupt geht. Pieps! Also die sind ja echt piepslicher als der Pieps. Die haben wohl einen Piep.